Es gibt eine große Anzahl von antiken Denkmälern, die über den ganzen Planeten verstreut sind und zeigen, dass es in der Antike ein sehr fortgeschrittenes Wissen gab. Dazu kommen zahllose Funde, die nicht zu dem passen, was uns über unsere Vergangenheit erzählt wurde. Es scheint, als hätte eine schwarze Hand auf geheimnisvolle Weise die wahre Geschichte der Menschheit von der Antike bis zur Gegenwart ausradiert. Aber aus welchem Grund? Warum will man nicht, dass wir wissen, was in der Vergangenheit passiert ist? Erinnern wir uns, dass vor etwa mehr als 2 Jahren, im September 2018, ein Ereignis gab, das für große Aufregung sorgte. Der Großbrand des Nationalmuseums von Brasilien in Rio de Janeiro, eines der größten in Südamerika. Die Flammen umgaben fast das gesamte Gebäude, in dem mehr als 20 Millionen Ausstellungsstücke aus verschiedenen Epochen der Geschichte untergebracht waren, nicht nur aus Brasilien, sondern der ganzen Welt. Es ist nicht nur ein großer wirtschaftlicher Schaden entstanden, sondern es sind nicht mehr die Informationen vorhanden, die zu neuen Studien und Forschungen hätten führen können. Das Museum wurde 1818 von König João VI. Gegründet. Seine Bibliothek umfasste 537.000 teils seltene Werke, beherbergte eine bedeutende Sammlung ägyptischer Mumien und der Schädel von Lucia, das bisher älteste im Lande gefundene Fossil. Das Feuer löschte einen Teil der Geschichte unserer Vergangenheit und die Exponate waren nicht nur für Brasilien von großer Bedeutung, sondern es war sozusagen ein weltkulturelles Erbe. Dies ist jedoch nicht neu, es ist nicht das erste Mal, dass ein Teil unserer Geschichte ausgelöscht wurde. Wenn wir auf das 4. Jahrhundert zurückgehen, finden wir ein ähnliches Ereignis, das die antike Welt schockierte, nämlich den Brand der Bibliothek von Alexandria. Die Stadt Alexandria wurde 332 vor Christus von Alexander dem Großen gegründet. Sie lag in der Nähe des Nildeltas, 220 Kilometer nordwestlich von Kairo, der Hauptstadt Ägyptens. Die Bibliothek enthielt das gesamte vorhandene Wissen über die antike Welt. Da sie eine Sammlung von Schriften von Reisenden, Weisen, Wissenschaftlern und Astronomen der damaligen Zeit aufbewahrte. Während des 4. Jahrhunderts nach Christus hassten die alten Christen von La Tebaid und die Präsolyten in Kolumbien die Bibliothek, weil sie ihrer Meinung nach heidnische Wissenschaften enthielt und das widersprach ihren Glauben. Der Bischof von Alexandria, Theophilus, erhielt ein kaiserliches Dekret zur Zerstörung und Plünderung des Serapeums, den Komplex, in dem sich die wertvolle Bibliothek befand. Einige Zeit später, im Jahr 642, wurden die Araber für die Zerstörung der Bibliothek verantwortlich gemacht. Aber das konnte nicht gewesen sein, denn nach den Untersuchungen von Pablo de Genova hatte der Kaiser Theodosius I. im Jahr 391, also 250 Jahre zuvor, die heidnischen Tempel geschlossen. Im selben Jahr fand die gewaltsame Zerstörung und das Feuer des Serapeums statt. Die Flammen verwüsteten die letzte und fabelhafte Bibliothek der Antike. So wird es in der Alexandrischen Weltchronik berichtet, ein Manuskript aus dem 5. Jahrhundert. Mit anderen Worten, es waren die Christen und nicht die Araber, die 80% der Wissenschaft zerstörten, sowie sehr wichtige Hinterlassenschaften aus asiatischen und afrikanischen Kulturen, was zu einer Stagnation des wissenschaftlichen Fortschritts für mehr als 400 Jahre führte. Es waren die gleichen Fanatiker, die 25 Jahre später die schöne und kluge Mathematikerin, Philosophin und Astronomin Hypatia von Alexandria ermordeten. Ihre Geschichte wurde 2009 mit dem Titel Agora, die Säule des Himmels, verfilmt. Es gibt viele Gerüchte, die darauf hindeuten, dass sie mit der Absicht verbrannt wurde, um die Plünderung der Bücher und Manuskripte durch christliche Gruppen zu verbergen und dass sie immer noch versteckt in der unzugänglichen Bibliothek des Vatikans existieren. Die letzte Bibliothek der antiken Welt war jedoch die kaiserliche Bibliothek von Konstantinopel, die im 4. Jahrhundert von Kaiser Konstantius II. Gegründet wurde, welche sich heute in Istanbul, Türkei befindet. Sie soll mehr als 100.000 Bände antiker Texte enthalten haben. Viele davon aus der geplünderten Bibliothek von Alexandria. Die Bibliothek bewahrte etwa 1000 Jahre lang das Wissen der alten Griechen und Römer auf, bis mehrere Brände einen Großteil der Sammlung zerstörten. Im Jahr 473 wurden 120.000 Schriften verbrannt.
obwohl seine totale Zerstörung mit der Eroberung von Konstantinopel im 15. Jahrhundert geschah. Nicht nur im Westen wurde Wissen vernichtet und versteckt. Auch in Asien, im alten China, gab es auch eine bedeutende Auslöschung der Geschichte. Es geschah während der Qing-Dynastie zwischen 221 und 207 vor Christus, dass 100 Denkschulen verfolgt und ihre Bücher verbrannt wurden. 460 Gelehrte wurden lebendig begraben und einige Zeit später wurden 700 weitere hingerichtet. All dies, um das Denken des Volkes durch die damalige Regierung zu kontrollieren. Ein weiterer trauriger Moment in unserer Vergangenheit, in dem es auch zu einem bedeutenden Verlust unseres historischen Gedächtnisses kam, ereignete sich während der Inquisition. Die von der katholischen Kirche geförderte Heilige Inquisition zielte auf die Unterdrückung der Ketzerei ab und unter diesem Vorwand wurde über viele Jahrhunderte hinweg die größte Bücherverbrennung und Vernichtung durchgeführt. Die erste Inquisition wurde 1184 im südfranzösischen Languedoc mit der Absicht gegründet, die Katharer zu bekämpfen. Im Jahr 1249 dehnte es sich auf das Königreich Aragonien aus, als es sich mit Kastilien vereinigte, wodurch die sogenannte Spanische Inquisition entstand, die vom 15. bis zum 19. Jahrhundert andauerte. Mit der Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg im Jahr 1450 begannen die Mächtigen der damaligen Zeit sich zu fürchten, weil sie wussten, dass die gedruckten Worte mehr Menschen erreichen würden und dass sie Gedanken oder Ideen verbreiten könnten, die den Mächtigen schaden. In der Absicht, dies zu kontrollieren, genehmigte der Konzil von Trient im Jahr 1564 das Verzeichnis der verbotenen Bücher, in dem der Druck von Büchern ohne die Erlaubnis des Bischofs verboten wird. Die Inquisition wurde von den Dominikanermönchen geleitet, aber von der Monarchie kontrolliert. Doch die Barbareien der Heiligen Inquisition fanden nicht nur in Europa statt, sie erreichten leider auch Südamerika. Im 16. Jahrhundert verwandelte ein riesiges Feuer auf der Halbinsel Yucatan die Vergangenheit der Mayas in Asche. Der Bischof von Yucatan, Fray Diego de Landa Calderón, verbrannte 40 Kodizes, die das ganze Leben und die Geschichte der Maya erklärten. Es heißt, dass er Jahre später das bereut hatte, aber es war zu spät, der Verlust an Geschichte und Wissen war enorm, nicht nur für Südamerika, sondern für die gesamte Menschheit. Derzeit gibt es nur noch 4 Maya-Handschriften, der Codex Destensis, der sich in Deutschland befindet, der Codex Tro-Cortesianus, der sich im Amerikanischen Museum in Madrid befindet, der Codex Perisios in Frankreich und schließlich der Codex Grolier in Mexiko. Auch im 20. Jahrhundert gab es Bücherverbrennung. In Deutschland zerstörten die Anhänger der herrschenden Macht 1933 mehr als 20.000 Bücher, die verbrannt wurden, weil sie gegen die Ideologien der Regierung verstießen. Die größte Auslöschung unserer Geschichte geschah jedoch 1962 in Ecuador, als das von Pater Crespi eingerichtete Museum mit all den Gegenständen, die ihm das indigene Volk der Shua im Laufe seines Lebens geschenkt hatten, geplündert und anschließend verbrannt wurde. Man schätzt, dass es sich um insgesamt 8000 Artefakte handelte. Die meisten waren aus Gold und unzählige Platten, ebenfalls aus Gold, mit seltsamen Inschriften, die nach Ansicht von Pater Crespi echte Geschichtsbücher waren. Die Objekte waren über 5000 Jahre alt und viele ähnelten denen der babylonischen, sumerischen und ägyptischen Kulturen. Ihre Studie und Forschung hätte die offizielle Geschichte der ganzen Welt zerstört. Es war ein ziemlich seltsames Feuer. Es begann direkt im ersten Stock, wo sich das Museum befand. Laut den Experten Rodriguez und Sobaraldi, die den Fall untersucht haben, wurde das Museum vorher geplündert und dann in Brand gesetzt, um mögliche Spuren zu verwischen. Zu dieser Liste der verbrannten Bibliotheken sollen die 36 Bibliotheken von Bagdad, die Zerstörung der Sammlungen des Sonnentempels in Cusco und der Aztekenkodizes hinzugefügt werden. Im Jahr 1986 wurde die Bibliothek in Los Angeles in Brand gesetzt. Die Flammen vernichteten 1 Million Bücher. Im Jahr 1992 wurde die Bibliothek von Sarajevo mit 2 Millionen Bänden verbrannt. Im Jahr 2003, während der Invasion im Irak, wurde die Verbrennung von 1 Million Büchern aus der Nationalbibliothek angeordnet.
Im Jahr 2016 zerstörte ein Feuer die 6 Stockwerke des Nationalmuseums für Naturgeschichte in Neu-Delhi, Indien. Die Liste der Bibliotheken, die den Flammen zum Opfer fielen, sei es durch Brandstiftung oder angeblich zufällige Brände, ist endlos. Alle Untersuchungen deuten darauf hin, dass die meisten von ihnen vor den Bränden geplündert wurden, und es ist fast sicher, dass sie sich in den Sammlungen von Millionären befinden. Und natürlich in der riesigen Vatikanbibliothek, wo tausende von verbotenen Büchern aufbewahrt werden. Warum machen sie sie nicht öffentlich? Was ist es, das wir nicht wissen sollen und das sie so eifrig bewachen? Es besteht kein Zweifel daran, dass die Geschichte im Laufe der Jahrhunderte von den Herrschenden verstümmelt und manipuliert wurde, die akribisch unseren Glauben und unsere Gedanken nach ihrer Bequemlichkeit verändert haben. Und natürlich haben sie alles getan, damit wir unseren wahren Ursprung nicht kennen. Könnte es sein, dass wir Nachfahren der Atlanta sind? Und wenn ja, wer hat sie zerstört und ihre Spuren ausgelöscht? Vielleicht dieselben Personen, die seit Jahrhunderten die Welt beherrschen und die Menschheit versklaven?